Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es ganz dediziert um Effektspuren oder in Bitwig heißen die Effekt-Tracks bzw. im Allgemeinen AUX oder Sendbusse. Und da gibt es immer wieder so die Frage, brauche ich die nicht mehr, sind die alt, bringt die irgendwas, ich kann doch alles in mein normale Instrument-Track reinschmeißen. Und ja, kann man alles machen, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen Grund, warum man das eventuell doch noch gebrauchen könnte. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier jetzt so ein kleines Stückchen gebaut, das benutzt ziemlich, wie soll ich sagen, prägnante Instrumente. Ich habe die extra so gewählt, damit man sehr gut hört oder doch relativ gut hört. Ich spiele es mal ganz kurz an. So, also das ist jetzt nicht der Hochgenuss von Sounddesign, aber mir geht es einfach darum. Bitwig hat ja standardmäßig hier unten über dem Master die ganzen Effektspuren. Und ich habe jetzt hier, der ist ein S1-Effekt, S2-Effekt und so weiter. Und ich habe jetzt einfach mal so drei verschiedene Effekte draufgelegt. Einmal einen Reverb, einmal einen Delay und einmal einen Delay 1. Also Delay 2, ein Stereo-Delay und einmal ein normales Delay. So. Und jetzt geht es ja darum, dass man sagt, hey, okay, ich habe hier Platz, ich kann hier zum Beispiel einen Reverb hinlegen, wenn ich zum Beispiel diese Stimme, wenn ich dann einen Reverb drin haben muss, was soll ich mir hier mit Effektspuren oder AUX oder Sendbussen was ans Bein binden, das kann ich doch alles wunderbar hier hinten dran machen. Das heißt, ich packe jetzt einfach mal einen Reverb mit dran, spiele das Ding ab. Hab meinen Reverb perfekt. So, kann man natürlich machen. Man kann das auch für jede einzelne Spur machen. Das geht wunderbar. So der erste Punkt, der heutzutage vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel zählt, ist CPU-Verbrauch. Wenn ich in jede Spur jetzt einen Delay oder einen Reverb reinbaue oder irgendeinen anderen Effekt, es könnte auch ein Flanger sein, eine Distortion, dass man hier einen Kompressor, einen Parallel Compression reinmacht, einen Saturator oder wie auch immer, kann man alles machen. Wenn man genügend CPU hat, und das haben die meisten Computer, ist es auch überhaupt gar kein Problem. Aber diese ganzen Effektspuren kommen so ein bisschen aus dieser Historie. Das heißt, früher hatte man jetzt nicht quasi für jede Spur ein eigenes Effektgerät, sondern das war ja alles analog und da hatte man Hardware rumstehen und die Hardware war teuer. Und man hatte vielleicht nur einen einzigen Reverb oder zwei Reverbs und die musste man sich gut einteilen. Deshalb gab es an den Mischpulten die AUX-Ports oder die Sendbusse. Das heißt, da ging ein Kanal raus mit dem Signal und das konnte man dann an das Hallgerät anschließen und dann hat man das Signal in das Hallgerät geschickt, dort hat man den Hall eingestellt beziehungsweise den Level des Signals, was an den Hall rausging, hat man eingestellt und dann hat man quasi das Effektsignal wieder zurück in den Mischer geleitet und hatte dann quasi seinen Hall. Das war notwendig, einfach weil man nicht so viel Geld und Hardware am Start hatte, dass man jetzt für nach heutigem Maßstab, ich sag mal, in großen Produktionen 300 Spuren, jetzt 300 Hallgeräte hat. Deshalb gab es die einzelne Busspur oder eben Effekt oder AUX oder wie auch immer das genannt wurde. Bei Bitwig heißt es einfach Effekt-Track-Kanal, ich weiß jetzt gar nicht. Effekt-Track, genau. So, das heißt, dadurch, dass wir moderne Geräte haben, ist es für uns wesentlich einfacher, einfach da überall einen Reverb dran zu hängen, einen Delay oder alles Mögliche. Das ist das eine. Das heißt, wir können es, also können wir es auch machen, aber macht das auch Sinn? In manchen Dingen macht das sicherlich Sinn. Also wenn man jetzt ein Presets bauen, Sound Design macht, speziell mit einem Sound rumhantiert, alles wunderbar. Das ist dann absolut super, dass man es da drin machen kann. Ich bin ein bisschen kritisch, wenn es dann Richtung Arrangement, Track Mixing geht. Klar kann man das immer noch machen, aber
Es macht meines Erachtens aus meiner jetzigen Sicht, das kann sich natürlich auch ändern oder vielleicht gibt es da Modeerscheinungen, wo man das einfach anders dann macht, keine Ahnung, oder bestimmte Effekte erzielen, indem dass man das nicht macht oder wie auch immer. Aber es gibt zum Beispiel gerade in Bezug auf den Reverb, also auf den Hall, auf den Raum, gibt es so ein Argument, das hat mich irgendwann mal zum Nachdenken gebracht. Und zwar, wenn man so hört, ja, wenn man ein ganzes Arrangement mischt und zum Schluss dann alles so ein bisschen zusammenpacken möchte, dann gibt es ja, was man von Ableton vielleicht kennt, diesen Glue-Compressor. Man glüht diesen Mix zusammen. Der macht nichts anderes, als dass er das Ding zusammendrückt so ein bisschen und alles klingt dann so ein bisschen mehr, als wäre es quasi so aus einem Guss, wird behauptet. So, wenn man jetzt aber hingehen würde, und das gibt es auch als Trick, dass man quasi im Mastertrack dann nachher einen Reverb reinpackt, wo alle Gerätschaften quasi durch diesen Reverb durchgejagt werden, sodass die alle in einem Raum sind. Die kriegen alle diesen Raumcharakteristik. Der Reverb ist nur ganz minimal eingestellt, also so, dass der jetzt nicht irgendwie so das Mega-Hall-Gerät ist, sondern nur wirklich minimal, sodass der quasi diesen Glue, diesen Leim, von dem immer alle sprechen, dazu liefert. Und dann kommt nochmal ein Kompressor drauf oder Kompressor ist vorher, da gibt es ja auch verschiedene Ideologien, sodass der Mix insgesamt einfach so passender in sich klingt. Wenn man jetzt aber hingehen würde und sagt, okay, ich habe hier auf verschiedenen Instrumenten, habe ich unterschiedliche Hallanteile drauf, warum gehe ich nicht hin und packe mir zum Beispiel so eine Sendspur hin, wo ich einen Reverb drauf habe, ich habe den jetzt extra mal ein bisschen groß gemacht, und da schicke ich alle Instrumente rein, die irgendwas mit Hall zu tun haben. Dann habe ich schon diesen einen Raum, der gemeinsam klingt und kann alleine schon über den Step, über den Schritt, kann ich Instrumente zusammenklingen lassen, zusammenleimen, zusammenleben lassen. Wie in einem Konzert, wo die ganze Band in einer Halle, in einem Raum spielt. Die teilen sich dann auch nicht auf in verschiedene Räume, also normalerweise nicht. Sag ich mal, so einem klassischen Bandkonzert oder auch in einem Klassikkonzert sitzen die auch nicht irgendwie der eine im Badezimmer, der andere in der Riesenhalle und der dritte in der Garage oder so. Was man ja durchaus mit den einzelnen Effekte auf den Spuren machen könnte. So, das heißt, ich fange hier schon an, während dem Arrangement, während dem Mixing, Soundmixing im Arrangement, fange ich schon an, den Mix quasi zusammen in einen Raum zu bringen. Und wenn ich das jetzt hier zum Beispiel mache, ich lasse das jetzt hier einfach mal solo laufen, die Melodie, und loop die hier einfach mal. Und hier unten stelle ich jetzt mit M oder hier kann ich auch den Mixer einstellen. Das wollte ich an der Stelle nicht. Ich wollte das so rum haben, damit man das hier oben sieht. Und das ist meine Melodie. Das ist diese hier Spur hier. Und hier habe ich meine ganzen Effekte am Start. Und jetzt kann ich hier einfach mal zum Beispiel den Reverb reindrehen. So, der ist jetzt im Reverb drin. Ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen extremer. Und dasselbe mache ich jetzt mit der Bassbegleitung. So, wenn ich das jetzt zusammenspiele. Das ist natürlich extrem Reverb jetzt. Das gleiche könnte ich vielleicht nicht ganz so heftig mit dem Schlagzeug machen. Das heißt, ich bringe alle Instrumente in diesen einen Effekt rein, in diesen Reverb rein und ich bin jetzt, sag ich mal, einfach mal so ein bisschen
überzeugt, dass das schon einen kleinen Teil dazu beiträgt, dass alles so ein bisschen mehr auch zusammenklingt von Anfang an. Ohne dass ich dann zum Schluss, wenn ich alles hier irgendwie arrangiert habe, jetzt so und jetzt muss ich das Ding irgendwie zusammenkluen, zusammenleimen, sodass das wie aus einem Guss klingt. Das kann ich hier schon machen und ja, kann das einfach mixen. Und hier habe ich ja noch die Stimme hier, die könnte ich jetzt zum Beispiel auch nochmal in den Reverb reinschmeißen. Vielleicht noch mit einem Delay 1 hinten dran. Dann könnte ich die Melodie, sage ich, okay, die möchte ich so ein bisschen mehr im Stereo rumglitzern lassen, nehme ich noch ein Delay 2 rein. Machen wir hier mal auf Solo kurz. Und theoretisch könnte ich den Bass hier auch nochmal irgendwie reinglitzern lassen. Wenn er denn an ist. Ich würde jetzt aber ganz gern das nicht so megamäßig in den Hall reinfahren, sondern einfach mal. Ja, die Stimme kann ruhig im Hall bleiben, ist okay, das ist auch okay. Ich drehe es einfach mal hier so rum. Mal gucken. So, und jetzt könnte ich ja zum Beispiel, hätte ich jetzt noch mehr Instrumente drin, noch mehr Hall und so weiter, könnte ich jetzt zum Beispiel hingehen beim Reverb, das habe ich hier mal gemacht, zum Beispiel einfach ein Tool-Device hinter den Reverb hängen und sagen, okay, jedes Mal, wenn die Stimme kommt, dann wird der Hall hier gedackt, sodass die Stimme gut hörbar ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt nochmal alles wirklich komplett reindrehe, ich mache hier jetzt einfach mal volles Effektgewitter mit allem, selbst die Stimme, da knallt jetzt alles rein. Das ist jetzt furchtbar, aber trotzdem. So, und jetzt habe ich auf dem Reverb, jetzt habe ich auf dem Reverb, habe ich so einen DAC und ich habe auf dem Delay 2 so einen DAC und auf dem Delay 1 habe ich so einen nicht, den sollte ich dann vielleicht noch reinpacken. Das heißt, jedes Mal, wenn Stimme kommt, und das klingt jetzt gleich furchtbar, entschuldigt bitte, aber trotzdem, jedes Mal, wenn Stimme kommt, wird die auf jeden Fall zu hören sein. Ja, der Fall, der Release ist so okay, das ist jetzt nicht besonders lang, aber trotzdem, hören wir uns das einfach mal kurz an, von hier so ungefähr. So, und wenn ich das nicht mache, also die Stimme hat man jetzt ja ganz gut gehört, obwohl hier alles durcheinander ging, ne? Wenn ich das jetzt nicht mache und das aber alles so in dem Effekt so, die verschwindet schon wieder so ein bisschen aus dem ganzen Gewitter. So, also das ist auch nochmal ein kleiner Vorteil, gerade wenn ich Stimmen habe und ich habe Effekte am Start, dann muss ich nicht durch jede Spur durchgehen, sondern ich kann einfach meine Effektspuren durchgehen und dann eventuell die Effekte so ein bisschen dacken, wenn ich das möchte. Also wenn die Stimme auf jeden Fall durchkommen soll und durch sämtliche Effekte durchkommen soll. Ich kann natürlich auch hingehen und kann das Ganze auch nochmal hier automatisieren mit Add Automation Lane und kann mir dann die entsprechende Sendspur auch nochmal automatisieren, beziehungsweise wie viel ich da reinschieben möchte. So, drücke ich hier wieder M, drehe ich hier wieder alles raus. Das Schlagzeug ist ja echt dolle. Aber da kann man zum Beispiel auch nochmal was Schönes zeigen. Machen wir hier die Melodie wieder so ein bisschen, ich glaube so auf 12 Uhr war das circa. Der war hier und dann hat man, ja, ich sollte noch am richtigen Regler drehen. Der war hier ungefähr.
Und dann hatten wir noch so ein bisschen Glitzer drin, so Stereo-Glitzer. Und das Schöne ist, auch mit dem Schlagzeug kann man entweder hier machen oder man kann hier auf diese Sicht umstellen, wenn man hier performen will. Geht natürlich auch. Ich lasse es mal hier. Kann mit dem Schlagzeug auch schön Unfug treiben. Aber was heißt Unfug, ist das gar nicht, ne? Und so weiter. Also man kann dann schön auch die Soundeffekte benutzen, um die dann halt auch nochmal irgendwie da reinzuschmeißen. Das ist aber nur so ein kleiner Nebeneffekt, den ich persönlich irgendwie ganz lustig finde, gerade wenn man so ein bisschen vor sich hin jammt. So, jetzt habe ich eigentlich alles so ein bisschen erwähnt, außer Stems-Erstellungen. Und wenn man jetzt hier von den ganzen Sachen Stems erstellen will, hat man natürlich die Effekte nicht direkt auf der Spur. Was man aber hier in Bitwig machen kann, man kann einfach die Masterspur nehmen und sagen, okay, ich will jetzt diesen Teil möchte ich jetzt hier einfach mit allen Effekten einem Pipapo drum haben. Deshalb markiere ich mir auf der Masterspur so einen Bereich und sage dann einfach Bounce in Place. Und dann kriege ich diese Spur hier einfach gebounced und kann mir dann dieses Stem quasi dann rausziehen. Hab dann alles hier mit den entsprechenden Effekten, was ich natürlich auch noch machen kann, was auch so seinen eigenen Charme hat. Ich kann hier die Melodie komplett trocken bouncen als Stem, kann die einzelnen Effektspuren als Stem bouncen und hätte natürlich auch noch mal die Möglichkeit, wenn ich das jetzt zu einem anderen Mischer gebe und sage, okay, die Anteile von den Hall-Effekten, die finde ich eigentlich so okay, da könnte jetzt theoretisch auch noch mal quasi die Effektspuren so ein bisschen lauter und leiser machen, wobei er natürlich dann auch immer alle Spuren nimmt, wenn du nicht hingegangen bist und hier jeweils nur die einzelne Spur ohne die anderen mit dem Effekt oder die einzelnen Effektspuren jeweils zugeordnet zu der einzelnen Melodie, sage ich jetzt mal, gebounced hast. Das wäre aber dann etwas komplizierter. Das macht man vermutlich nicht. Also man macht so im einfachen Ding alles zusammen hier unten auf der Masterspur bouncen oder die einzelnen trockenen Spuren bouncen plus dann die Effektspuren bouncen und dann ja hat man, ich sag mal, für die allermeisten Situationen ist man dann einfach gut vorbereitet. So, das war's an der Stelle schon. Das Video ist dann doch wieder ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich vorhatte. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch so ein bisschen Ideen gegeben, was man mit diesen Effekt-Tracks oder AUX oder Sendbussen machen kann und woher das kommt und warum es vielleicht doch eine Überlegung wert ist, die vielleicht mehr einzubeziehen in das Arrangement, als das so vielleicht allgemein gemacht wird. Ich finde, das hat etliche Vorteile, eigentlich mehr Vorteile, als wenn man das jetzt auf jedem Einzelnen irgendwie macht. Von der Organisation ist es wesentlich einfacher, selbst wenn man einfach mal sagt, hey, der Hall gefällt mir gar nicht, das Preset gefällt mir gar nicht, ich nehme einen anderen, dann tauscht man das an einer einzigen Stelle aus, zum Beispiel gerade bei dem Reverb, und hat dann für alle Instrumente einen komplett anderen Hall, ohne dass man durch jeden Track durchgehen muss. Es ist einfacher, es ist praktikabler. In vielen Bereichen macht es, sage ich mal, vom Sound her keinen Unterschied, ob ich das jetzt in die einzelnen Tracks oder in den Sendbus reinmache. Aber ich habe einfach weniger zu tun, ich habe weniger Fehlerquellen. Im Moment sehe ich persönlich nur Vorteile davon, auch wenn viele sagen, das ist so ein bisschen altbacken. Aber nicht alles, was alt ist, muss auch gleich schlecht sein. Sieht man ja am Käse. Gibt sehr alten, sehr guten Käse. Ich hoffe, ich habe euch keinen Käse erzählt und wünsche euch alles Gute. Abonniert den Kanal, drückt den Daumen, die Glocke oder was auch immer, teilt die Videos. Und ich würde mich über Kommentare freuen, was ihr denn so macht, was eure Gedanken dazu sind, was ihr davon haltet, was ich euch da vorgeschlagen habe. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann.
Ciao, ciao.